So, meine Freunde, willkommen wieder zurück zu South Park. Direkt akkulär zur Reißprobe. Du hast also den Wolkenpalast erreicht. Ja. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Schauen wir mal, würde ich sagen. So. Einfaches Rätsel. Ja, Crafting Basiskomponente. Sehr gut. Ansonsten gibt es hier nichts weiter. Aber wenn, wir gehen mal rein. Meine Damen und Herren, wir sind im Mutant-Tempel bei den Kyles. Kann ich ihn umwerfen? Nein, schade. Okay, was haben Juden in ihrem Gepäck? Ein Fort-Smog-Flasche. Alles klar. Wiederbelebungsserum. Alles klar. Dann Haufen Müll, eine Tortilla. Ist ganz klassisch. Ich komme hier hinten sogar raus. Okay. Was ist das hier alles? Obwohl, nee, halt. Das kommt nur aus dem Stab der Wahrheit, oder? Alles irgendwie ziemlich verlassen. So. Aber wir müssen ja zu Humankind. Wer zur Hölle bist du? Der Neue. Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen Neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuhn. Tut mir leid, aber das hier ist für einen Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich. Humankind aus einem Paralleluniversum ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Alles klar, dann schauen wir uns das Ganze halt einfach mal an. Das wird nicht das Problem sein, so. Ich gehe schon mal kurz ins Zimmer deiner Eltern, sollte jetzt nicht das Problem sein. Drogenfläschchen, wichtiger Gegenstand. Gucke an, deine Eltern handeln mit Drogen. So. Alles klar, raus damit. Oh, können wir da oben was tun? Ne, das hat leider nichts gebracht. Okay, hätte mich auch gewundert. So, ich bin bereit. Humankind ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Bereit. Zoom. Oh, hey, Kyle. Ich bin wieder da. Humankind 2. Wen hast du da mitgebracht? Spielt er auch mit? Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen. Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum. Wir sind super allerbeste Kumpels. Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Humankind. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankind. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superheldenspielen echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen? Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Okay, Kampf starten. Ich hab nicht viel trainiert, wir spielen ohne Kontakt, oder? Nicht. Kontakt, kein Training. Oh, das geht nicht, ich hab meine Knieschoner nicht dabei. Jetzt, schnapp ihn dir! Cousin Kyle, zusammen können wir ihn stoppen. Liebend gerne, aber die Regeln für Paralleluniversum verbieten es. Sehr gut. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Du kannst mit nicht mitspielen, ist auch eine Möglichkeit. Sei doch nicht albern. 50 Resonanzpunkte. Und Leute, Pause, mir ist ganz schwindelig. Oh, bitte nicht. Und los! Meine Schulter tut noch weh. Ich habe mich beim Luftballonfang verletzt. Oh. Vorsicht! Humankind aus dem alternativen Universum ist unberechenbar und gefährlich. Kein Problem. Und dann geht's wieder auf die andere Seite. Gleich blaue Flecken. Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder?
ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? Was? Ja. Typischer Paralleluniversums-Bullshit. Naja, gut. Wenn du das so unbedingt willst. Hoppla, ich dachte, ich verfehl dich. Auszeit, ich brauch mein Asthma-Spray. Ja, am Arsch. Jetzt gibt's Kloppe. Und jetzt betrete ich dich einfach nochmal rüber, wie wär's? Er hat meine Auszeit ignoriert. Mein Asthma geht immer los, wenn ich mich anstrenge. Ja, ja, Schnauze, Biatsch. Vorsicht, ich trage eine Brille. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat auch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und meine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu, die ist in meinem alternativen Universum konform. Cousin Kyle hat gerade Schutz eingesetzt, was du an der blauen Leiste über seinen Gesundheitsbalken erkennst. Schutz absorbiert allen Schaden, bis die Leiste aufgebraucht ist. Das ist nicht das Problem. Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Halt die Schnauze, Junge. Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du Schummelst? Ah, er spielt mit unfairen Mitteln, ne? Das ist kein Problem. Dann schlage ich dich mal kurz auf die andere Seite, wenn angenehm. Au, 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 au. Ja. Okay. Special Effect ist am Stiesel. Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Bereit. Bereit. Ja. Oh Gott. Okay, der Zorndrachen aus einem anderen Universum. Du hast gewonnen! Falkenaugenmaske, Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 50 und 26 Cent. Heldenrang 2. Oh, oh Gott! Ich glaube, ich habe einen Leistenbruch! Hast du genug alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den Fürzen ganz wund. Ich muss unbedingt Salbe drauf schmieren. Wie kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Verbündeter freigeschaltet. Humankind. Sehr gut. Charakterbogen von Humankind. Das ist ja gut, weil der Charakterbogen, mit dem kann ich dann ja später und so, ne? Und wo haben wir es denn hier? Verbündete Humankind. Kite Human. Ja, wunderbar. Da haben wir auch schon den Charakterbogen. Rechtschaffen. Machtquelle Sonnenwinde. Das ist sehr interessant. Alles klar, können wir sehr viel? Okay, ja. Zwei Helden, die abhängen. Nur so klassisch. Neuer Follower, Kyle. So, wunderbar. Jo, sag ich auch. Ich komme hier wohl nicht so schnell weg. Das ist soweit korrekt. So. So. Follow for follow. So, ich habe Kite Base. Was? Ich habe Kite Basis alles fertig. Das wird super. Das freut mich. Okay. Einmal zusammenschlagen, bitte. Dankeschön. Was sind unsere aktuellen Missionen? Q, Entschuldigung. Finde 10 solche Dinge. Alles klar. Ah, ja. Ja, gut, die muss ich aber halt erst finden. Finde heraus, wer Randys Auto zerkratzt hat. Okay. Das ist ja hier. Aber das muss ich ja nachts rausfinden.
So. Oh, hier ist eh Spielende und hier komme ich eh nicht durch, also müssen wir eh erstmal wieder zurück. Okay. Nicht schlecht, Neuer, nicht schlecht. Das ist echt ein Riesenhaufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhn-Versteck. Kuhn, Ende. Das trifft sich doch sehr, 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 sehr gut. Wo ist das Kuhn? Das Kuhn, das Kuhn, das Kuhn-Versteck. Da einmal auf die Kerle. Kehr zurück zum Kuhn-Versteck, genau. Ach da, du kleiner Mann. Das ist ja Wahnsinn. Hey, Selfie! Nein, okay. Ist in Ordnung. So, hallo, 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 hallo. So, ich müsste einmal da bedienen. Fick. Dich, Mom. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Superheld sein ist schwerer, als du dachtest, hä? Ist schon okay, du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein Stärke-Artefakt. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier's aus. Benutze Tabulator, um auf dein Smartphone zuzugreifen. Okay, starte die Artefakt-App. Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Drücke Leerzeichen, um das Artefakt zu bearbeiten. Okay, drücke, um das Artefakt auszurüsten. Okay. Das ist das hier, oder was? 15, okay, das bringt mir plus. Ich habe ja aber hier schon krassere Artefakte, also außer diesen Fidget Spinner. Weil ich meine, gut, hier kriege ich plus 5 Ultimativkrafterholung und hier kriege ich auch plus 20 Status-Effekt-Schaden. Also, dass die schneller abklingen und so. Bringt eigentlich ja hier plus 11 Leben. Ja, Gesundheitswiederherstellung plus 5. Bringt eigentlich alles mehr, würde ich sagen. Ist halt nur, ob wir jetzt Schadenseffekt rausgehen oder die Dings halt wegmachen wollen. Aber ich wähle das Artefakt aus. 40 Macht, weil Season Pass und so. Artefakte steigern deine Macht, welche über die... Ja, okay. Um stärkere Gegner zu besiegen, musst du stärkere Artefakte auslösen, ausrüsten. Ist klar. Steigere deinen Heldenrang, um neue Artefaktplätze freizuschalten. Das verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superheldenabenteuern. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig, Arschlord. Jö, das kriegt man definitiv hin. Verkloppen wir die Sechstklässler. Achso, warte mal, hier ist ein Kuhn-Shop, oder? Willkommen im Kuhn-Store, nur für autorisierte Benutzer. Kein Problem, bin ich. Ich weiß gar nicht, wie. Ich hab, glaube ich, sehr viel Müll hier dabei, aber ich glaube, wir behalten einfach Danke mal für den Besuch des offiziellen Kuhn-Store. Was gibt's denn hier noch? So Felsenanzug, was Kleidung angeht? Was haben wir hier alles? Verbrauchsgegenstände, Heilkuchen. Ich hab da bis jetzt der nur einen. Danke für deinen Einkauf. Ja, sicherheitshalber mal. Mhm. Hitzewellenkostüm, braucht man nicht so wirklich. Den Rest habe ich glaube ich schon freigeschachtet. Der Buch der Listrezept. Mhm. Plus 10, Erholung. Achso, das ist so Artefakt, oder was? Machtänderung minus 20. Verstehe. Na ja, gut, dann brauchst du das nicht. Auf Wiedersehen. Moment, da schauen wir neue. Warte mal. Artefakte, Crafting, Kunst, Kostüme. Ich hab doch für den Kopf, habe ich da was Neues? Na gut, ich könnte halt von der Maske halt weggehen. Denn wir haben neue Accessoires. Ja. Sehr gut. Neue Haare, neue Bärte. Ach ja, sind da. Na komm, wir nehmen das. Das sieht halt einfach zu gut aus. Ja, wir haben Sterne. Ja, Sterne, ach naja, gut, brauchen wir es eigentlich auch nicht. Okay, es geht weiter. Wir haben das Eierkinn. Das muss halt auch... Das sieht komplett bescheuert aus. So eine fantastische Neuigkeit, das Schnellreisesystem läuft. Schimm. Jo. Schnellreise, Freischaltung. Hey, dies ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere, die werden dir das Leben erleichtern. Alles klar, Timme!
So, aktiviere Schnellreisestation auf der Hauptstraße. Ja, immer schön mit der Ruhe. Immer. Hier, Mizi. Komm, Mizi. Wirf einfach einen Stein. Nein, ich darf einen Stein schmeißen. Okay. Wirf doch stattdessen einen Böller. Hey, die sind teuer. Gib mir den Stein. Bam! Kampfvorteil. Kampf starten. Wollen wir uns wirklich mit den Sechsklässlern anlegen? Ja. Yep. Keine Gnade, Leute. Hübsche Outfits, Trottel. Zeig uns, was du drauf hast. So, Kampfschwierigkeitsgrad. Casual, deine Helden haben einen Vorteil. Heroisch, Helden und Gegner sind gleich stark. Superhirn, Gegner haben einen Vorteil. Gleich stark. Oder? Heroisch, Gegner sind gleich stark, ja. So, im Pausenmenü kannst du den Schwierigkeitsgrad jederzeit anpassen. Thanks very much. Okay. Aber man könnte natürlich... Hört mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Okay, ich glaube, das hier hinten ist eigentlich ganz gut. Oh, zack! Oh. Das gibt garantiert eine Narbe. Ah! In dieser Zeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Oh, ich weiß, was dir gefällt. Sechsklässlerfasolen, geile Sache! Ja. Ha. Au! Darf von deinem Freund massieren. Aber er ist angewidert, ist die Hauptsache. Ich das ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut. Ich hab... Stoppen, ihr Schwachteln! Starterlaubnis! Das ist sehr schön. Was macht das? Laser. Dann zieht einen Verbündeten in die Nähe und heilt sie. Ja, okay. Das ist gut. Ja, das ist der Jetstream zum Heilen. Ziemlich praktisch. Ziemlich praktisch! Blockangriff erlaubt ihnen Schaden umzulenken. Details ansehen, verwerfen. Okay, Blockangriffe wehren bis zum Ende der nächsten Zuges Schaden ab. Ein Charakter, der blockt, nimmt nur Schaden, wenn er zurückgestoßen wird oder der Angriff so viel Schaden anrichtet, dass der Block durchbricht. Ah ja, okay. Probiere Blockkräfte aus, indem du 2 drückst. Okay. Gute Neuigkeiten, ich bin dran. Okay. Kann dich nur bis dahin bewegen, okay. Halte einen Block und mach den Gegner wütend. Okay, dann probieren wir das halt mal. Das hier macht zwar keinen Schaden, gibt mir aber ein Schild und macht mein Ziel. Direkt ins Ego. Ah, okay, Block. Mach sie fertig, Saftsack. Gerne. Ich müsste halt nur mal aus der wie soll man sagen, Gefahrenzone raus. Das wäre eigentlich ziemlich angenehm. Du kleiner, schneller Bastard! Jawohl, das passt. Jetzt sind die beiden nämlich in der Gefahrenzone. Boah, ich bin angewidert. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Ich bin jetzt dran. Was haben wir jetzt hier noch? Schütz deinen den Teamkollegen. Das ist sehr angenehm. Hier! Plus 46 geschützt. Ich bin dran. Das stimmt allerdings. Tja, was können wir auf den anwenden? Dieser Move ist gegen relativ schwache Gegner wie die hier genial. Genau so, mit Köpfchen. Oh, rein, Neuer. Immer wieder gern. Okay. Deswegen könnte man den Komponenten austeilen. Hier zum Beispiel. Jawohl! Nur weil du einen niedrigen Schwerpunkt hast. Das ist nicht fair. Ja, das ist alles fair. Kein Ursache. Der haut hier ab. Den trifft das hier. Das habe ich kaum gesehen. Ja, Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Ja, danke. So, zieht Verbündeten in deine Nähe und heilt sie. Wohl bekommst. Wieder dabei. Sehr also gut. Ultimativ ready, bright. Zero. Kaboom. Den haben wir die Fresse poliert. Sehr gut. Der kam nieder zu seine Special-Fähigkeit zu zünden. Ziemlich dumm. Armageddon Blood, 26 Cent. Sehr schön. Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit. Okay, geile Aktion.
Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir 4 Sechsklässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl ich jetzt natürlich alle 6-Klässler im Visier haben. Das war ein Fehler, ziemlich dumm. Okay, jetzt besorg uns noch mehr Follower. Das ist kein Problem, mit denen werden wir schon irgendwie fertig. Das ist kein Problem. Du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegbar? Das geht nicht, laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Such Mosquito, der hilft dir. Ich übertrag den Rest auf deine Karte. Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Okay. Nutze die Gasse, um nach Dings zu kommen. Okay. Dafür müsste ich aber erstmal kurzerhand auf den Tabulator, dann hier auf die Karte und dann zu Mosquito. Schnellreise. Das ist das da vorne. Das ist das da hinten. Okay, das ist eh aktuell meine Hauptaufgabe. Soll ich dir die Fresse polieren? Well. Ja, zieh nur den Schwanz ein, Viertklässler! Zack, kommst du her, Kampfurteil! Plan ändern? Nö, passt. Ja, da bist du angewidert. Immer wieder. Bram, Junge. So, jetzt gibt's eins auf die Fresse. Ja, ich hab Sternchen gesehen. Das ist doch sehr schön. Okay. Noch so ein paar in der Art, dann sind wir durch. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Ohne zu zucken, Respekt. Euch Platz zu machen fällt unter Antiaggressionstherapie. Gefällt dir das, Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Sagt er, der kotzt. Fühlt den Zorn von Humankind. Ein Viertklässler mit einem Drachen. Bra. Immer wieder gern. Heilung. Rückenwind. Es ist Crack-Zeit. Ich meine, super Crack-Zeit. Super Crank. So, man könnte jetzt hier natürlich auf die Schnauze hauen, aber man könnte uns auch ein Schild aufbauen. Wir machen einfach mal das. Stell das auf Codestagram. So wütend! Ja! Au! Den habe ich extra für dich von ganz unten hochgeholt. Aber wir haben wenigstens ein Schild und haben dadurch keinen Schaden bekommen. Komm wieder auf die Beine, Arschboy! Oh, die teilen ganz schön heftig aus. Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Ich bin drin. Okay. Oh ja, du bist dran. Okay, schütz deinen Teamkollegen. Laseraugen und heilen. Ich komme zur Rettung. Lass dich tragen. Okay, los geht's. Ja, definitiv. Blockiert, ist alles blockiert hier. Omega Crash extra! Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin. Wir müssen auf jeden Fall aus. Wir müssen auf jeden Fall aus der Zone raus, das steht jetzt schon mal fest. Au! Das nenne ich eine Ansage. Ich hätte vielleicht vorher noch den Double Move machen sollen. Also auf jeden Fall extrem verlangsamt. Hast du dich gerade eingeschissen? Dein Aufsichtslehrer kann euch jetzt retten, Viertklässler. Okay, du kannst ausgeschaltete Teammitglieder mit Hilfe eines Gegenstands wiederbeleben. Okay, wenn alle deine Helden kampfunfähig sind, verlierst du den Kampf. Ist klar, drücke 4, um in das Gegenstandsmenü zuzugreifen und wähle einen Wiederbelebungstrank. Okay, wähle ein ausgemäßes Teammitglied, belebe ihn wieder, an den du Dings drückst. Was jetzt kommt. Brauchen wir den theoretisch noch eigentlich schon, ne? Wiederbelebungstrank. Ja. Ihr zieht mich mit rein und ich muss euch dann den Arsch retten.
Ja, das hat ja schon mal geklappt, selbst obwohl er... in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich! Okay, das ist ja Schützen. Kann sich nicht... Achso, Laseraugen, aber... Ja, ich zieh dir mal kurz hoch. Halte durch! Toll, mir ist schwindelig. Ja, ist ja kein Problem. Hau sie weg, Neuer! Erstmal aktivieren. Und jetzt einmal Rückstoß. Was? Sechsklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Ja, sieht man. Wie unsterblich ihr seid. Nee, das geht leider nicht. Geht leider noch, der. Jo. Fäuste lösen wirklich jedes Problem. Das ist korrekt. Ja, war schon ein bisschen kniffliger, aber gut, ich muss noch die Fähigkeiten besser kennenlernen, dann passt das schon. Auf jeden Fall, die Sechsklässler haben wir verdroschen. Das passt. Ich wollte ja eigentlich auch nur gucken, ob hier irgendwo ein Dings ist. Eine Schnellreisestation. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. So. Gesperrt. Was dem mir schade ist. Auch gesperrt. Alles klar. Sag mal, geht's noch? Ja, immer. Sehr gut. Ist hier auch. Hier komme ich erst gar nicht rein. So, kommen wir wenigstens hier ran. Das ist schön. Ah, wir kommen sogar in den Keller, sehr angenehm. Hallo. Willkommen in meiner Männerhöhle. Oder eher Männerküche. Ja. Das ist abstoßend. Ne, das ist eigentlich ganz angenehm. Ein Mädchenkeller. Na, guck mal. Okay, was kann man hier machen? Für irgendwas wird es schon gut sein, würde ich sagen. Ich denke mal, das wird später für irgendwas wird es schon später relevant sein, würde ich sagen. Gut, gehen wir schon mal aus dieser ganzen Scheiße wieder raus. Klopf, klopf. Hallo, ja, hallo. Ja, ist kein Problem. Ich bin eh schon da. Hallo. Wie läuft's so mit Cartmans dämlichen Superheldenplan? Ganz gut. Lass uns ein Selfie machen und Instagram-Freunde sein. Yeah, ich bin eine Aufmerksamkeitsdirne. Juhu, Wendy. Und was ist mit dir? Süß. Ah, ja. Komm bald wieder. Du brauchst einen neuen Look, definitiv. Hai-Anzug, Hai-Kapuze, Teufelsmaske. Ja, ne. Ja gut, Hexenanzug-Rezept. Ja. Ich glaube, der Hai würde mir gar nicht so blöd stehen, oder? Obwohl, ne, der ist cooler. Tschüss. So, was haben die Eltern so im Schlafzimmer? Okay. Okay. Abnehmen leicht gemacht, ja, wenn man halt fett ist. Okay, das passt, das passt, das passt, das passt. Ich bin wieder raus. Was haben wir hier noch in der Probe? Okay. Das dumme, verzogene Huren-Handy. Das kenne ich noch. Okay. Hi. Lade. Stört uns nicht! Wir sehen Chaos! Ja, flieht vor dem Chaos! Willst du, dass ich... Zack. Kampfvorteil. Jo, der kotzt halt erstmal. Ihr seid nichts gegen meine Armee! Würde ich jetzt mal auf die Schnelle nicht behaupten. Wieso bist du so grob zu mir? Oh, weil ich's kann. Unordnung obsiegt! Scheiße, gelaufen, Neuer. Laser online! Das ist kein Problem. Zieh mich mal bitte zurück, ja? Kein zur Rettung!
Ziemlich stürmisch hier. Pandemonium! Ich brauche ein Klo! Jetzt wird's chaotisch! Okay, Kyle. Wir können den wütend machen, wir können den einfach, fügt den schon, stößt ihn zurück, verlangsamen die Rückstoßwurzel. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich hab genug von dem Kack. Rückstoß-Combo. Huhu, holy shit. Okay, wir laden uns erstmal kurz auf. Das ist ja gut, weil ich muss mich nämlich gleich wieder zurückwerfen. Sehr gut. Down, Bitches! Down ist das! Tja, und tja, wo werfen wir dich? Warte mal, hier? Oh, nein, hier? So, irgendwie, vielleicht so. Jo, das passt. Das ist sehr gut. Ah, 36. Ah, shit, brennt, okay. Da stellt sie sich selber hoch. Nie vor Chaos oder verwirke dein Leben! Ich sag mal auf für dich, Alter. Laut Wetterbericht, Hagelschläge! Definitiv! Pew, pew. Oh. Nächstes Mal gibt's das Fernlicht! Tja, ein paar auf die Fresse! Also halt, das ist blockiert, scheiße. Ist auch blockiert. Auch blockiert. Wow, alles blockiert, dann C-Zug wenden. Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich! Ha. Der Kite wird's dir zeigen! Ich kann nicht mehr lange! Das ist kein Problem. Nimm das! Der Human Kite kann einfach alles! Dann komm ich denn endlich mal. Ach, ich hätte den da wegrotzen müssen. Also wegtüten sollen da, oder? Wann komme ich jetzt hier zum Beispiel dahinter? Da komme ich auch nicht mehr hin. Wow. Blockiert. Und auf dieser beschissenen Ebene. Erledigen wir das, oder was? Ja, würde ich ja gerne, aber. Geht ja nicht. Zug beenden. Ah, jetzt bin ich endlich mal wieder dran. Meine Fresse, Zeit wird's. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Wunderbar. Das läuft. Freunde, wir sind aber fertig mit dem Part. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten wieder. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, Outer Runner. Peace and out.